Jo, meine Friendinos, was geht ab? Wir gucken jetzt von Alpha Kevin. Funk und die schlechte Satire über Von typisch Menschen, die Deutsche. eine Psychose entwickeln, sind von etwas überzeugt, von dem leider die meisten anderen Menschen nicht überzeugt sind. Autsch! Ich habe gerade auch übelste Psychosen bekommen, als ich mir das Video angeschaut habe von dem Kanal Datteltäter zum Thema Deutschsein. Denn das, was die dort machen, ist eigentlich nichts anderes, als für die Spaltung der Gesellschaft beizutragen, was ich etwas kritisch finde. Doch da die Mehrheit auf diesem Video ein Like dagelassen haben, anstatt einen Dislike, denke ich, habe ich eine Psychose. Doch wer steckt eigentlich hinter dem Kanal Datteltäter? Tatsächlich ist das mal wieder ein Kanal von Funk, der von den Ja, ich Öffentlich-Rechtlichen. finde es auch krank, dass solche Kanäle halt wirklich einfach bei Funk reinkommen und da bezahlt werden. Kann ich persönlich halt wirklich überhaupt nicht verstehen. Also, woher ich die Datteltäter zum Beispiel noch kenne, die haben auch mal die Anschläge von Charlie Hebdo extrem runtergespielt und haben die halt fast schon verteidigt. Das musst du dir mal überlegen. Ein Terroranschlag aufgrund von Karikaturen wurde einfach quasi verteidigt, indem die so gesagt haben, also ironisch so, ja, es ist ja alles so Kunstfreiheit und dann irgendwie so eine andere Kunstfreiheitsbild irgendwie, glaube ich, gegen Juden oder so gezeigt haben, also quasi so die Verbindung bringen wollten, ja, das ist ja auch nicht okay, aber wenn es gegen den Islam geht, ist das ja wieder in Ordnung, wo ich mir so denke, Bro, das ist halt echt hart. Quelle, kann mal einer raussuchen, ich weiß nicht mehr genau, welches Video das ist. Ja, aber das ist halt wirklich, also da habe ich mir damals schon so gedacht, Bro, das kann man nicht verteidigen. So, das geht halt einfach nicht. So, ich meine, selbst wenn man jetzt sagt, okay, diese Karikatur geht halt nicht fit, hast du kein Recht, aufgrund dessen Menschen umzubringen. So, das geht halt nicht. So, selbst wenn man sagt, das war nicht in Ordnung, dann gibt es andere Möglichkeiten, dagegen vorzugehen, als Menschen zu töten. Das ist halt wirklich, das Video war echt hart. Betrieben wird. Diese wird vor allem mit vielen muslimischen Mitmenschen betrieben, die versuchen, mit Satire wichtige Themen anzusprechen und auch wichtige Werte zu vermitteln, was ja auch an sich sehr gut ist. Man muss auch diesmal tatsächlich sagen, der Kanal ist auch gar nicht verkehrt. Die Videos, die sie dort Ach machen. ja, genau, die haben gesagt, wohl Zitat, weiß ich jetzt aber nicht. Größte Errungenschaft an der Demokratie ist die Meinungsfreiheit, ganz egal, ob man damit die Gefühle von Minderheiten verletzt. Stimmt, das haben die gesagt. Also, sie haben auch ganz subtil einfach mal die Demokratie in Frage gestellt, indem die halt meinen, so, ja, ist Meinungsfreiheit überhaupt gut? Also, das ist so ein unglaublich gefährlicher Kanal. Ich habe auch schon überlegt, ein Video zu denen zu machen, aber ich weiß, dass es das halt echt viel Arbeit ist und allein habe ich da keinen Bock drauf. Ja, es ist halt einfach hart. Ne, die sind halt wirklich auch so richtige Ideologisten saugefährlich, aber für Funk ist das anscheinend komplett in Ordnung, solchen Leuten da Geld zu geben. Sind sehr humoristisch, sehr satirisch und man muss auch sagen, teilweise sehr, sehr gut gestaltet. Also an der Stelle kann ich gar kein negatives Wort dalassen. Es gab jetzt auch in der Vergangenheit, zumindest nach meiner Sicht, kaum Fehltritte, denen sie sich geleistet haben, weshalb man sie jetzt auch negativ in Erinnerung haben könnte. Mir fällt eigentlich bloß noch ein, dass sie damals auf einem Kanal, der damals Islam hieß, gemeint haben, dass die Meinungsfreiheit Ja, genau, das glaube. War es das? Ich weiß gar nicht. in Deutschland etwas eingeschränkt werden sollte, Nee, das weil war's nicht. damals sind einige Glaube ich. Vorfälle passiert, wo man nicht vielleicht seine eigene Meinung hätte preisgeben sollen. Eine der größten Errungenschaften Doch. der Demokratie ist die Meinungsfreiheit. Das bedeutet, dass man alles sagen darf, was man möchte. Man soll es sogar. Ungeachtet dessen, ob man damit die Gefühle von Minderheiten verletzt oder nicht. Vor allem, ich finde es halt da schon lustig. Es geht halt nur um die Gefühle von Minderheiten. Also, wenn die jetzt quasi sagen würden, dass Deutsche. Ja, gut, Deutsche sind scheiße. Theoretisch wäre es ja auch. Weiß nicht, ob das überhaupt. Wäre wahrscheinlich auch nicht erlaubt, aber wenn man sagt, ich mag Deutsche nicht oder so. Dann verletzt du ja so gesehen genauso Deutsche, wenn ich jetzt sage, ich mag Türken nicht. So, das wäre das Gleiche, nur mit einem anderen Land. Aber die gehen natürlich direkt in die Opferrolle, weil sie selber in die Minderheit gehören. Sagen sie quasi, ja, du kannst ja hier Minderheiten verletzen. So, ja, du kannst so gesehen dann theoretisch jeden Menschen verletzen. Außerdem gibt es ja eben genau deshalb Gesetze wie zum Beispiel Beleidigung oder üble Nachrede, Rufmord etc. Um genau, wenn du tatsächlich verletzt wirst, also wenn du wirklich angegriffen wirst, sage ich mal, mit Worten, dass du dich rechtlich auch dagegen wehren kannst. Also Meinungsfreiheit sagt ja, heißt ja im Grunde nicht, dass du einfach alles sagen darfst, was du möchtest, sondern natürlich ist die Meinungsfreiheit so gesehen eingeschränkt, sage ich mal, indem du zum Beispiel andere nicht einfach beleidigen darfst. So, auch wenn das vielleicht deine Meinung von dieser Person ist. Aber die stellen sich natürlich direkt wieder in die Minderheit und sagen halt, ja, hier können wieder Minderheiten angegriffen werden, deswegen ist das ganz schlimm. Die machen mich so wütend, ehrlich, Alter. Es ist ja nicht so, dass es für die Menschen. Und wisst ihr, was das Krasse ist? Die haben damals einen Webvideopreis gewonnen. Die haben wirklich den Webvideopreis gewonnen. Irgendwelche Folgen hätte. Ah ja, genau, das haben die gezeigt. Nicht gegen Juden, sondern gegen Schwarze. Ja, komm. Das ist Satire. Da muss man Humor für haben. Vor allem auch das ist offensichtlich ja keine Ich Satire, habe ja aus der aber. Geschichte gelernt, wie wichtig Meinungsfreiheit ist. Ah ja, da doch, war doch. Ja. Guck mal, die wollen jetzt halt quasi sagen,
dass die Meinungsfreiheit daran schuld ist. Sorry, es triggert mich wirklich. Es triggert mich so hart, wirklich. Real Talk, Digga. Ich könnte wirklich, also ich, eigentlich will ich heulen, dass die bei Funk sind. Die wollen mir jetzt erzählen, dass der Hass gegen Juden nur entstanden ist wegen der Meinungsfreiheit. Also, dass die Meinungsfreiheit schuld ist daran. Ich meine, das Ding ist, heutzutage dürftest du sowas halt auch gar nicht mehr sagen und wahrscheinlich auch mit dem Bild nicht zeigen, weil es halt wahrscheinlich Volksverhetzung ist. Davon mal ganz abgesehen. Also ja, wir haben die Meinungsfreiheit, aber das ist halt Volksverhetzung, wenn du es halt wirklich druckst, weil das deine Meinung ist. So, das heißt, das ist ja insofern schon eingeschränkt, dass du sowas eben nicht machen darfst, dass du nicht gegen Juden oder andere Religionen hetzen darfst. Ey, es ist einfach hart, wirklich. Dankeschön, Bench, für die 5 verschenkten Subs. Vielen lieben Dank. Was auch immer das gerade war, dankeschön. Haben wir? Also das, was die hier zeigen wollten, ist... Vor allem, ja, haben wir. So, deswegen darf man ja zum Beispiel nicht mehr hetzen gegen irgendwelche Religionen. In meinen Augen absolut dumm gewesen, denn Meinungsfreiheit ist ein extrem wichtiger Bestandteil für die Demokratie in Deutschland. Und sie haben halt versucht, mit solchen Clips das irgendwie zu kritisieren mit der Meinungsfreiheit, weil es damals einige Vorfälle gab. Gäbe es allerdings keine Meinungsfreiheit oder eine sehr eingeschränkte Meinungsfreiheit, dann hätten die wahrscheinlich dieses Video nicht mal drehen dürfen, oder? Vor allem, ich meine, das Ding ist auch, zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, okay, es sollte keine Meinungsfreiheit geben. Ich meine, wie läuft es denn in Ländern, wo du keine Meinungsfreiheit hast? In China oder sowas, wo die Leute massiv unterdrückt werden, läuft es jetzt auch nicht gerade gut. So, grundsätzlich läuft es in Ländern, wo es keine Meinungsfreiheit gibt, grundsätzlich deutlich schlechter als halt in offenen Gesellschaften, wo jeder seine Meinung sagen darf. So, es ist halt wirklich, also, es ist auch so veröffentlichen dumm. Dürfen. Denn schließlich beschränken diese Protagonisten sich meistens nur auf ihre Meinung und äußern diese halt auch in ihren Videos. Aber wie gesagt, das ist natürlich auch schon viele Jahre her und man muss trotzdem anerkennen, dass der Kanal mittlerweile eigentlich kaum noch kontrovers ist, beziehungsweise sehr gute Themen anspricht. Doch der Kanal hat sich im letzten Monat doch ein bisschen blamiert, muss ich tatsächlich sagen, weil die ein Thema nicht ganz so rübergebracht haben, wie sie... Stimmt, Antisemitismus gibt es in Europa leider auch schon seit dem Mittelalter. Und da war noch nicht viel mit Meinungsfreiheit. Vielleicht rüberbringen wollten. Und zwar wollten sie auf ihre satirische Art und Weise ein Bild eines typisch Deutschen erschaffen. Und dabei haben sie den Deutschen als antisemitischen, nationalsozialistischen und natürlich auch fremdenfeindlichen Menschen dargestellt, der übrigens nichts anderes möchte, als Ausländer abzuschieben. Doch wir schauen uns jetzt einfach mal den Inhalt dieses Videos an. Denn heute lernen wir Deutsch. Und wenn du dich hier nicht integrierst, zurück in der Bürgerkriegsland mit dir. Okay, das erste Bild, was hier erstmal gemacht wurde, ist, dass es typisch deutsch ist, dass man erstmal gegen Flüchtlinge ist, die sich nicht direkt integrieren können. Tatsächlich würde ich aber hier noch sagen, dass sie damit gar nicht so Unrecht haben, weil Integration in einem anderen Land sehr, sehr wichtig ist und die Deutschen wahrscheinlich davon sehr viel halten würden. Und dort kann natürlich auch schon der Eindruck entstehen, dass die Mehrheit der deutschen Bevölkerung eine Abschiebung befürworten für die Menschen, die sich nicht in Deutschland integrieren wollen. Leider gibt es aber dazu keine Studie, um zu zeigen, ob denn das wirklich stimmt oder nicht. Ja gut, ich bin nicht dafür, Menschen abzuschieben, weil die sich nicht integrieren, aber es wäre natürlich schon gut, dass wenn du in ein anderes Land ziehst, dass du halt dich versuchst zu integrieren, also sowas wie die Sprache lernen oder so, weil das ja einfach mega wichtig ist für das gesellschaftliche Miteinander. So, also wenn ich jetzt auswandern würde nach, was weiß ich, Madeira zum Beispiel, dann würde ich mir zum Beispiel auch Portugiesisch beibringen, einfach nur damit ich mich halt mit den Leuten verständigen kann. Finde jetzt aber nicht, dass man Leute deswegen halt irgendwie dann wieder aus Deutschland schmeißen sollte oder so. Das ist natürlich kein Grund, das wäre dämlich so. Oh, du hast hier ein nices Leben? Ja, tut mir leid, du hast kein Deutsch gelernt. Raus mit dir, so. Das macht gar keinen Sinn. Weiter geht es dann damit, dass der Protagonist einen Lehrer spielt vor den Ausländern. Beim Buchstaben A werden dann bloß 3 folgende Wörter genannt, und zwar Ausländerbehörde, Abschiebehaft und Apfel. Hierzu muss man allerdings sagen, dass die Mehrheit der Deutschen nicht so denkt, wie es hier rübergebracht wurde. Denn wenn man genaue Studien anschaut, dann erkennt man, dass knapp 60% der deutschen Bevölkerung eine positive Haltung gegenüber Flüchtlingen besitzen. Ist zwar leider trotzdem nicht viel, dennoch ist das hier die Mehrheit und deshalb wird hier ein falsches Bild übermittelt. Denn so wie sie das in diesem Video rübergebracht haben, entsteht jetzt der Eindruck, dass die Mehrheit gegen Flüchtlinge sind und sie einfach nur eine Abschiebung fordern, was allerdings nicht richtig ist. Im weiteren Verlauf des Videos wird dann noch ein Aus... Lies du den Namen noch vor, wenn man mit Prime abonniert. Wenn du nur hier ein Sub da lässt, in der Hoffnung, dass ich für 2 Sekunden deinen Namen vorlese und der Rest dir einfach scheißegal ist, sondern nur diese eine Sekunde Aufmerksamkeit von mir haben möchtest, dann bitte gib deinen Prime-Sub irgendjemand anderen. Bro, du sollst hier nicht abonnieren oder spenden oder sonst irgendwas in der Hoffnung, dass ich dir Aufmerksamkeit schenke, indem ich deinen Namen oder deine Nachricht lese. Ich möchte, dass du einen Sub da lässt, weil du mich unterstützen möchtest und weil du mich als Person cool oder sympathisch findest.
So, dann kannst du direkt wieder gehen, Digga. So, solche Leute will ich hier gar nicht haben. So, oder natürlich, weil du meine Emotes haben möchtest. Das ist auch noch ein Grund. Ausländer von einem deutschen Polizisten verhaftet, weil dieser Polizist den Ausländer Kunden nicht verstanden hält. Hat. Und ja, Digga, keine Ahnung. Das ist halt, ich meine, es gibt ja immer voll viele Leute, die halt irgendwie so ein Euro oder zwei donaten und dann eine Nachricht reinposten, nur damit die halt gelesen wird. So, ich will nicht, dass Leute donaten, damit ich deren Nachricht lese, so. Dann will ich halt euer, also ich will nicht Geld dafür bekommen, dass ich euch Aufmerksamkeit von mir schenke. So, und deswegen habe ich da halt keine Lust drauf. Und genauso auch mit dem Vorlesen. Früher habe ich das ja gemacht, aber es ist heutzutage einfach zu viel. So, ich kann da nicht mehr jeden vorlesen. Und ich kriege da auch keinen in den Arsch. Ja, ich lese das jetzt vor, damit ich ein paar Subs zu viel kriege, Bro. So, sub nicht, weil du mich geil findest, so, oder lass es halt. So ist auch kein Problem. So, ihr müsst auch nicht subben. Ihr könnt auch einfach den Stream angucken, so. Aber wie gesagt, halt weird, wenn ihr nur irgendwie Geld da lasst oder den Prime-Sub oder generell Geld, einfach nur, um irgendwie Aufmerksamkeit von mir zu bekommen. So. Und später wird dann nochmal der Deutsche richtig charakterisiert. Wir lernen Deutsche kennen. Das ist Achim. Achim ist Bäcker. Hallo Achim. Hallo. Stell mal vor, den gleichen Clip, wenn Deutsche das über Ausländer gemacht hätten. Das ist Klaus. Klaus ist Holocaust-Leugner. Hallo Klaus. Digga, ist das Christoph Krachten? Hallo. Und das ist Emma. Ach du Scheiße, Digga. Emma hat Angst vor Türken. Hallo Emma! Hallo! Und das ist einfach nur traurig, denn hierbei wird ein Bild eines Deutschen dargestellt, welches so niemals existieren sollte. Sicherlich gibt es Vollidioten, die sich benehmen. Ja, also ich meine, so satirisch gesehen, klar, man kann halt sowas machen. Ich finde, man sollte es aber besser umsetzen. Das wirkt für mich so wie, wir hetzen jetzt hier einfach gegen Ausländer, gegen Deutsche meine ich, indem man einfach so richtig plump sagt, ja, hier, das ist der und der und die machen diese bösen Sachen und eigentlich hat das auch gar keinen Sinn für dieses Video, aber wir machen hier ganz viele böse Dinge. Warum machen sie da nicht typisch Nazi oder typisch dummer Mensch oder sonst irgendwas? Warum müssen sie denn da auf die Nationalität gehen? So, das ist halt weird einfach. Die größten antisemitischen Nationalsozialisten und dafür schäme ich mich extrem, vor allem hier in Sachsen. Ich meine, hier ist zum Beispiel die AfD mit die führende Partei. Digga, die CDU hat 32% der Stimmen. Das ist auch schlimm, Bruder. Mit 25% der Wahlergebnisse. Also da muss ich mir schon relativ große Gedanken machen und ich überlege mir dann doch vielleicht doch noch eventuell auszuwandern nach Madeira. Dann muss ich mir den Scheiß nicht geben. Aber die Wahrheit bestätigt nahezu gar nicht dieses Bild, welches sie hier in diesem Video gezeigt haben. Denn laut einer repräsentativen Studie der Bertelsmann Stiftung sehen sogar 72% der Deutschen eine kulturelle Vielfalt als eine Bereicherung für den Staat. Demnach kann der Großteil nämlich auch gar nicht antisemitisch oder auch nationalsozialistisch denken, wenn sie eine kulturelle Vielfalt hier haben möchten. Aber in den nächsten Clips wird darüber auch nochmal gesprochen. Wenn ich etwas tue, benutze ich ein Verb. Zum Beispiel so. Ich habe. Du hast. Er, sie, es hasst. Wir hassen. Ausländer. Es ist halt auch einfach null lustig, ne? Ich weiß nicht, wo der Joke halt darin liegen soll. Also selbst wenn ich jetzt sagen würde, ich schalte so alles aus, wo ist der Joke? Fällt dir gar nicht so schwer, oder? Ja, Mann, der hat voll recht, denn wir Deutschen sind alle ein intolerantes Volk, die zwar die kulturelle Vielfalt befürworten, aber dann doch irgendwie sie auch hassen, ne? Also klar ist das natürlich Satire und ich verstehe das auch zu 100%, dass man das hier nicht alles ernst nehmen sollte. Die Frage, die ich mir aber stelle, ist, wo steckt hier ein sinnvoller Beitrag dahinter? Also was will man damit jetzt wirklich bezwecken, außer dass irgendwelche Leute jetzt wieder denken, dass die typisch Deutschen einfach antisemitisch, nationalsozialistisch eingestellt sind oder einfach Ausländer hassen. Ich meine, dieser Kanal wird ja von den Öffentlich-Rechtlichen finanziert und irgendwo dient er ja auch der Bildung und auch gleichzeitig der Aufklärung. Aber mit diesem Video haben sie in meinen Augen gar nichts aufgeklärt und eher so ein verwirrendes Bild eines Deutschen dargestellt. Für mich zeichnet sich hier eine Spaltung der Gesellschaft immer deutlicher ab. Und das Traurige ist, dass die Deutschen nicht so beschrieben werden, wie die Mehrheit der Deutschen tickt, sondern so, wie die lautesten Nazis auf irgendwelchen AfD-Demos krölen. Das soll jetzt natürlich nicht heißen, dass jeder Deutsche positiv eingestimmt ist, was die Flüchtlingsthematik anbelangt, aber die Mehrheit sieht Migranten eben als Bereicherung. Zum Schluss geht es dann mal wieder darum, dass der Deutsche sich darüber freut, dass ein Asylantenheim abgefackelt ist und die Ausländer trauern halt. Digga, jetzt haut er hier aber Subs raus. Ich sollte öfter mal so Ansagen machen. Ich bezahle jetzt immer einen pro Stream, der sowas reinschreibt, dass ich so sagen kann, so, oh Digga, ihr sollt mir nur Subs geben, wenn ihr mich unterstützen wollt. Dann denken sich wieder so, ja mein Digga, ich unterstütze den jetzt. Bin ich dabei? Hallo Klaus! Hallo! Wie geht's dir? Digga, dass da wirklich Christoph Krachten drin ist, macht mich so traurig, Digga, no joke. Guck mal da! Was denn? Das Asylbewerberwohnheim brennt wieder. Nein. Nein.
Sicher soll jetzt hierbei aufgezeigt werden, dass es ja typisch deutsch ist, dass die Deutschen sich über Asylanten beschweren und ein Asylheim weniger ja jetzt auch nicht so das Problem ist. Ich meine, das wurde ja auch durch unsere Steuergelder finanziert. Da muss ein Deutscher ja auch einfach mal Frust haben und dementsprechend das ja gar nicht so schlimm finden, wenn da einfach mal so ein Asylheim abfackelt. Was aber, wie schon gesagt, auch einfach nicht stimmt, weil der Deutsche gar nicht so tickt, zumindest in der Mehrheit. Auch wenn sich dieser Kanal als Satire-Kanal bezeichnet, muss man trotzdem immer aufpassen, welche Beiträge man teilt und wo man wirklich Satire erkennen kann und wo das nicht so der Fall ist. Weil selbst wenn man jetzt hier die Satire erkennt, dann zeigt das ja trotzdem das Problem des Deutschen auf, der anscheinend dauerhaft gegen Ausländer hetzt. Und hierbei wurde selbstverständlich auch natürlich eine Message mitgeteilt, und zwar, dass jeder Deutsche mal ein bisschen toleranter gegenüber seinen Mitmenschen sein sollte, was aber im Endeffekt bei diesem ganzen Video gar nicht so großartig zum Vorschein kam. Ja. Ich sag mal, solche Videos sorgen wahrscheinlich eher dafür, dass sich die Fronten halt irgendwie wieder verhärten, dass Leute da halt keinen Bock drauf haben. Und das ist halt wirklich sehr schade, weil so die Datteltäter haben wahrscheinlich so eine gute Grundmessage, die sie eigentlich weitergeben wollen, aber durch ihre Videos erreichen die halt genau das Gegenteil so. Und das ist wirklich sehr, sehr schade. Weil gerade heutzutage mit der AfD und so weiter sollte man da echt aufpassen und solche Videos bringen wahrscheinlich eher genau das Gegenteil. Wenn man sich mal genau überlegt, was dort alles gesagt wurde, könnte man eventuell auf den Entschluss kommen, dass es um die Toleranz gegenüber Mitmenschen geht. Leider ging das aber komplett nach hinten los, denn sehr, sehr viele haben das nicht verstanden, dass wir hier um Toleranz sprechen, um Akzeptanz sprechen. Die meisten, die waren hier eher gefrustet, dass der Deutsche als etwas dargestellt wurde, was er eigentlich gar nicht ist. Und anhand der Kommentare und der Bewertungen merkt man auch einfach, dass viele, die auf dieses Video geklickt haben, nicht damit einverstanden waren, dass das Bild des Deutschen so dargestellt wurde, und sie haben auch nicht den Sinn gesehen, weshalb so ein Beitrag überhaupt veröffentlicht wird. Also wie gesagt, der Kanal ist an sich nicht schlecht. Die haben sehr viele gute Beiträge schon geliefert und auch sehr humoristisch das Ganze rübergebracht, weshalb ich den Kanal tatsächlich auch gar nicht schlecht reden möchte. Doch bei diesem Beitrag kam es mir eher so vor, als würden die den größten Nationalsozialisten bezeichnen. Und ich glaube, von diesem Image will doch Deutschland wegkommen, oder? Denn mir geht das schon lange auf den Keks, dass nur weil ich ein Sachse bin, beziehungsweise ein Deutscher bin, ich auch automatisch ein Nationalsozialist bin, der die AfD wählt. Und mit solchen Videos, wie die Datteltäter das gemacht haben, macht man leider solche Vorkommnisse nicht besser. Schreibt ihr mir jetzt gerne mal, wie ihr das ganze Thema aufgefasst habt. Fandet ihr das Ganze gut oder fandet ihr das nicht gut? Schreibt mir das gerne in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Und damit ihr jetzt auch nichts mehr zum Lachen habt, lese ich euch auch keinen Witz von euch vor. Deswegen haut rein wie Duschgel. Hey. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wie heißt es... Was? Haut rein wie Duschgel? Und damit ihr jetzt auch nichts mehr zum Lachen habt, einen wunderschönen Tag und wie heißt es so schön... Deswegen haut rein wie Duschgel und in diesem Sinne... Hey, haut rein wie Duschgel? Okay. Naja, Digga, weird, aber ist okay.